So, Hallihallöchen, Hans-Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Die liebe Priscilla möchte ein bisschen lesen, aber wir wollen natürlich erst... Ach, auf einmal steht sie. Wir wollen natürlich fragen, wie sie sich kennengelernt haben. Du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Oh, er hat verloren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Mhm. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Okay, tschüss. Alles Gute. Also, sie hat ihn fertig gemacht. Was? Scheiß auf Rittersporn in unserem Gefolge, wir nehmen einfach Priscilla. Hat der Eisvogel letztlich... Ah. Ach, da haben wir wahrscheinlich den Namen schon gelesen. Oder? Also ich meine, irgendwie kam der im letzten Part schon bekannt vor. Was willst du hier verdienen? Naja, komm, wir jumpen mal. Das war gerade riskant, aber es hat funktioniert. So. Wollen die sich jetzt draußen noch schlägern? Nee. Wie heißt denn die neue Quest? Finde Junior, Graf Rolfen Schatz und... Ach, scheiße. Zwei Quests. Novigrad. Wo ist denn Archibald? Der ist hier in der Nähe. Ach, beide sind hier oben. Ach, weißt du was? Dann machen wir die Quest. Dann... Oh, wobei. Das ist noch zu schwer. Dann machen wir doch nicht die Quest. Warum sind die Quests alle so schwer, Mensch? Schwarze Perle. Wo ist Arinbjörn? Ach, bestimmt woanders. Die sind alle so schwer. Gut, nee, ich glaube, dann müssen wir Hauptquests machen. Dann machen wir Graf Reuvenschatz. Zuerst. Okay, den müssen wir befragen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Sehr schön. So, ist das hier sein Badehaus? Oder wer war das mit dem Badehaus? Hä? Wo müssen wir denn hin? Ach nee, irgendwie darunter. Warte. Was sagt der Questmarker? Ich folge mal den weißen Punkten. Oh nö, jetzt müssen wir erst in die Gosse und dann... Oder hier außenrum? Ja, halt die Klappe. Sprechen die Französisch mit mir. Ah, okay, hier unten einfach nur. Ah, und hier standen wir auch schon mal davor. Das ist das Badehaus. Aufmachen. Klopf, klopf, wir wollen baden gehen. Okay, dann treten wir die Tür halt ein. Bei den Statuen da hinten hängt voll eine Brust raus. Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Mir egal. Sag ihm, Geralt von Riva will ihn sprechen. Ich kann nicht versprechen, dass Herr Rolfen Zeit für dich hat. Wollen wir wetten? Na schön, ich werde es versuchen. Einen Moment. Gut. Däumchen drehen, Däumchen drehen, Däumchen drehen. Er hat ein fettes Kind. Ich bin Happen. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Oh, super. Warum will jeder, dass wir uns entwaffnen und entkleiden? Finde Junior. Du kannst dir ablegen. Deine Ausrüstung passiert nichts. Ja, ich würde speichern. Weil ich traue euch nicht. So, ich nehme mal die schnelle Abkürzung. Ach, scheiße. Okay, 5 Questziele. Was können wir denn? In irgendeinen Schrank, alles klar. So.
Badezeit. Sigi Rolven wartet nebenan. Wart es nebenan. Hey, Walzer. Netten Arsch hast du da. Oh, danke. Hast du recht gehabt. Er wird nicht rot. Was? Er wird nicht rot? Oh, ich kann sie nicht schlagen. Wer bist du denn? Behalt deine Pfoten bei dir. Hey, warte, du hast mich gerade angeflirtet. Ah! Aha! Hey, die Geräusche sind klasse. Nirgendwo gibt es schönere. Lol, die Brüste haben voll die Wackelanimation. Ah! Okay. Zu viel sexueller Content. Was ist. Oh ja, komm, wir baden hier erstmal. Also mit einer Wasserpfeife hier. Und Weintrauben. Mega der Luxus. Geil. Ah, ich will auch so ein Badehaus. Alter, wie viele Leute gammeln denn hier rum? So viele Weintrauben gibt's gar nicht. Darf ich ja mal durch? So, happen. Ich will ja durch. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Hallo, wir möchten mitquatschen. Dein Gast. Also, zwei der vier Bosse sind hier. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Moin. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Geralt von... Halt! Ich muss mit Sigi reden. Ich bin ein Hexer. Probleme mit den Röhren? Nein, das ist unter Kontrolle. Geralt ist ein Freund von früher. Obwohl... Die Tattoos auf dem einen. Lauter nackte Frauen und Leute, die vögeln. Dabei bei dem im Hintergrund da links. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Was? Bitte nicht! Bitch Slap. Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Warum müssen wir uns jetzt entscheiden? Okay, wir kriegen die letzte Wahl. Ein Streitkolben. Also wir haben noch nie mit dem Streitkolben gekämpft. Klopperei mit blankem Schniedel. Gefällt mir. Oh, der Hurensohn, der ist... Der ist da. Alles klar. Also seine Männer. Ey. Klopperei im Badehaus. Also so nenne ich den Part. So, ich glaube, ich habe definitiv die meisten Leute erledigt, wenn ich noch an den letzten rankomme. Zack. Nein, wo sind die ganzen Nutten hin? Die ganzen Nutten sind weg. Alter, die Drecksäcker haben die Nutten vertrieben. Also das macht mich hier gleich mal noch viel wütender. Gute Arbeit, die Herren. Danke. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Ist okay, wir sind solche Gespräche gewohnt. Wer hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Hallo, ich habe die meisten von denen gekillt. Willst du mich deinen Freunden denn nicht vorstellen? Gut, dass Happen nicht hier ist. Wer würde mir für diese Ungehörigkeit den Arsch aufreißen? Francis Bedlam ist dir bekannt. Wem sollte dieser Patron der schönen Künste und Förderer von Unternehmern mit beschränktem Startkapital auch unbekannt sein? Und so, der Kleine ist Carlo Varese, auch als Hacker bekannt. Vorwiegend im Unterhaltungsgeschäft tätig. Okay. Ja, ich wir müssen den Typen eigentlich suchen. Interessant. Was willst du von ihm? Er soll mir jemanden suchen helfen. Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Ich bin zu blöd, ihn selbst zu finden, auch mit Hexersinn und Schnellreise und allem. Keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker, wenn du Junior nicht Onkelficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen.
Meine Herren, habt ihr den beschissenen Onkel Ficker verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser. Ich finde diese Dialoge hier so genial, ey. Und du, Uralt oder wie auch immer du heißt, du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Was geht denn beim Zwerg ab, ey? Irgendeine Idee, wo Junior steckt? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Sigi? Ist einen Versuch wert. Geralt ist gut darin, Leute zu finden. Und diskret. Ah, der kennt uns auf einmal so richtig gut. Nicht zu unterschätzen. Dann lasse ich euch allein. Ich schau morgen bei dir rein, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir unter uns. Sehr schön. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Mhm. Wir haben ihm den Knöchel gebrochen, oder was? Ich hatte meine Gründe. Dein Bein wäre in Ordnung, wenn du mir nicht in die Quere gekommen wärst. Verstehe. Nun, ich verspreche dir, wenn ich die Dinge wieder rückgängig machen könnte, würde ich in Tanet vieles anders machen. Okay, jetzt auch wieder zu tief, Hexalor. Ich habe keine Ahnung. Wenn dich zu töten, statt dich zu fesseln. Hör zu, Rolf. Oder eher, Dijkstra. Da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sag ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Die sind gut, ey. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Was? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Gut, da war vielleicht interessant. Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Visi mir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Wir können ihm nicht ins Gesicht schauen. Was besitzt er? Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Hierarch Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen, obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Gut, drei. Du sagst, Hurensohn Stellen hat ein Haus. Wo ist das? Das können wir das auslooten. Ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Na, das könnte so ein Trick sein, weißt du, damit die Leute denken, so dumm ist er nicht. Aber in Wahrheit ist er klug, weil er weiß, dass die Leute denken, dass er nicht so dumm ist und deswegen versteckt er sich mit Absicht in sein Haus. Und das ist umgekehrt, ob sie... Okay, wo ist die Arena? Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie?
In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Und im Casino? Wo ist Juniors Casino? Ich finde das Casino mit K geschrieben so falsch. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Gut, dann tschüss. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Ach, ich weiß nicht, dass du gleich hier... Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Ja, dann freut mich zu hören. Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhard wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemandem. Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Philippa. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhard gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals ja, das hat. Macht eine Beziehung immer so ein bisschen kritisch. Verstehe ich. Hast du noch irgendwelche Informationen über Rittersporn? Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt... Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Saiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus Laute. Kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfahren. Also irgendwie kennt jeder Rittersporn. Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht super helfen kannst. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Ja, gut. Und du Bezahlung, ne? Du mich doch, oder? Nichts ist umsonst, hm? Hast du auch so hart gefeilscht, als M hier deine Dienste wollte? Woher weißt du das? Wer hat dir davon erzählt? Was meinst du mit wer? M hier natürlich. Haha. Ich verrate doch nicht meine Quellen, weder dir noch irgendwem sonst. Wäre verdammt. Ja, der Einzige, der davon weiß, ist doch der M hier und der Bedienstete. Ja, ich zahl dir was. Verlass dich drauf. Also, bist du dabei? Jo, jetzt sag mal, was ich tun soll. Der Part ist schon wieder so lang, Mensch. Du laberst zu viel. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Ja. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum.
Okay. Was machen wir? Hä? Das ist ein Schloss? In der Säule? Alter, genial. Bitte folge mir. Weißt du, das Stückchen hätte man auch tauchen können, aber okay. Ach so, es geht darum, weil sonst was im Keller, okay. Geheimkeller, gut. Sehr interessant. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's hier weiter. Hier ist extra Wasser, okay. Geht's weiter, wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter, ciao.